So, meine lieben Nuggets, willkommen zu einem weiteren Let's Play of Crunch Team United. Heute am Freitag mal wieder, so wie es ja immer kennt, mit einer weiteren Folge WWE 2K17. Und ja, ihr könnt schon sehen, das nächste Match mal wieder gegen den World's Strongest Man, also Mark Henry. Ja, kleine Wiederholung, würde ich sagen. Vor gut circa wieder 2 Wochen, also hatten wir ähnliche Situationen wie bereits mit den Primetime Players. Nur, ja, dieses Mal wieder gegen den World's Strongest Man, Mark Henry. Und wir schauen mal, ob wir die ganze Sache hier mal wieder durchlaufen lassen können. Und kleiner Zuschauerwunsch beim letzten Mal, der gesagt hat, es wäre ganz cool, wenn ich den Entrance durchlaufen lasse vom Gegner. Und das werde ich jetzt mal tun. Also von Mark Henry lassen wir jetzt mir im Hintergrund hier den Entrance durchlaufen. So, dass ihr es auch mal sehen könnt. Und ja, ebenfalls hat ein Abonnent, glaube ich, geschrieben, dass das mit den Nuggets so ein kleines bisschen nervt. Ich werde es versuchen, mich ein Stück weit da in der Beziehung zu zügeln, aber ja, nimmt's mir nicht übel, Freunde, aber letztendlich, ja, bin ich das halt. Ich habe es schon mal in der ersten Folge angesprochen, so nenne ich immer meine Community und ja, deswegen ist das ein bisschen schwierig sozusagen, sich das abzugewöhnen, aber gut, ich hoffe, ihr akzeptiert das. Ich werde es aber trotzdem versuchen, dass wir da einen kleinen Kompromiss starten, dass ich das ein Stück weit zügel in der Beziehung. Und ja, letzte Woche natürlich auch ein extrem peinliches Match gegen Kane dazu haben. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich den Entrance unkommentiert lassen soll oder ob ich das so machen soll. Wie jetzt, ja, zu Mark Henry habe ich ja bereits schon, ja, was gesagt. So kann man das sagen. Dummer Zusammenhang gerade von dem Satz. Und ja, los geht's. Es wird hier nicht auf unsere Kraft ankommen, sondern vielmehr auf die Schnelligkeit und Technik gegen Mark Henry. Schöner Vorarm hier. Und da zeigt auch Mark Henry gleich mal hier, wer hier im Kräfteverhältnis die Nase vorn hat. Heftiger Slam hier. Wir können das erste Mal kontern mit einer Art Armdrag hier. Schöner Move hier. Erinnert an Ric Flair seine Zeit, also mit den Woos sozusagen. Sieht nach einem DDT aus, der jetzt hinterherkommt gegen Mark Henry. Und wichtig ist, glaube ich, ihn ja so weitestgehend in dem Match auf dem Boden zu halten, weil ja auf dem Boden ist mit Mark Henry nicht so viel. Also wenn er eigentlich liegt, dann liegt er. Man kennt das ja auch immer wieder aus dem Kampfsport, wenn man dann sagt, am besten muss man große Gegner am Boden halten. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Jetzt können wir hier nochmal kontern. Habe ich gerade so noch den Stick bekommen. Da haben sie am wenigsten Macht und können am wenigsten ihre Kraft meistens mit ausspielen. Und natürlich auch bei der Schnelligkeit haben sie einen ganz, ganz entscheidenden Nachlass. Schöner Konter hier von Mark Henry. Unsere Kombination geht nicht durch. Das ist sehr, sehr schade. Tritt in den Rücken hier. Jetzt sehen wir ein bisschen alt aus. Irish Rip in die Seile. Und einen schönen Power Slam hier von World's Strongest Man, Slam wollte ich jetzt schon sagen. Jetzt sind wir hier den Power Slam und dann kommen wir gleich schon zum World's Strongest Slam. Schöner Konter hier von Mark Henry. Nächster Konter. Jetzt dreht er aber am Rad. Jetzt hat er uns hier in der Zwickmühle. Jetzt können wir greifen. Ja, da befreien wir uns mal. Schöner Move hier draußen auf den Ring sein. Wir werden mal wieder in den Ring gehen. Oh, das Publikum. Hier ein kleines bisschen anheizen. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, wo wir jetzt sind. Oh. Okay, das sah ein bisschen ein Stück weit unrealistisch aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gerade gegen so einen wie Mark Henry. Ja, FIFA 17 Update hier im Hintergrund fertig geladen. Das ist doch immer wieder schön zu sehen. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier aufs Wesentliche. Wieder eine Art Vorarm. Selber Move, den wir draußen gezeigt haben. Und wir werden das erste Mal auf die Seile gehen und gucken wir mal, mit was wir hier kommen. Der geht auf jeden Fall durch. Schöner Move hier gegen Mark Henry. Und sind jetzt schon bei 86%, also sieht, ja, ganz gut aus, so kann man das fast sagen. Jetzt hier wieder unser eingesprungener Dropkick, der schön rausgeht da. Aber gegen Mark Henry hätten wir wahrscheinlich normalerweise nur ein bisschen mehr Kraft aufwenden müssen. Mal gucken, ob wir jetzt hier schaffen, rauszuspringen. Nee, er hat sich falsch positioniert. Jetzt wollte ich aus dem Ring rausgehen. Er geht aber wieder auf den Airport. Na, alles andere als günstig gelaufen, aber wir schauen mal. Irish Rip da hinten in die Ecke, kommt aber nicht mehr an. Mark Henry fällt davor schon um. Ach, schöner Move gegen den Turnbuckle. Ach so, bei 3 sind wir erst. Ich dachte, wir sind schon bei mehr, also bei einer höheren Zahl. Deswegen bin ich jetzt lieber mal notfallshalber in den Ring gegangen. Nicht, dass es dasselbe passiert wie damals gegen Seth Rollins. Schöner Konter jetzt hier und damit haben wir unseren Signature.
den wir hier draußen mal gleich versuchen anzuwenden. DDT, der durchgeht gegen Mark Henry. Und das bringt uns erstmal Zeit hier. Jetzt werden wir mal wieder in den Ring gehen, weil ich jetzt nicht weiß, bei wie viel wir sind. Aber bei 4 erst, habe ich jetzt gerade gehört. Und wenn wir Mark Henry wieder in den Ring kommen lassen. Torten hier nach fürs Publikum. Ja, Mark Henry schon, relativ alt jetzt. Also ein Wahnsinns-WWE-Urgestein seit einer langen Zeit. Ich habe es aber auch schon, jetzt wieder derselbe Fail, in den anderen Match schon mal angesprochen. WWE-Urgestein hat eine Wahnsinns, Zeit in der WWE erlebt. Sehr, sehr lange dabei. Hat ja auch eine olympische Medaille geholt. Im Gewichtheben, glaube ich, war das damals. Genau, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es war im Gewichtheben. Schöner Konter hier von Henry. Können die nicht mehr kontern. Und einer hat Badbreaker, der uns ja deutlich zu schaffen macht, so wie wir sehen können. Henry dreht uns erstmal um. Oh, nee. Nee. Oh, ich dachte schon, jetzt geht er in die Submission. Um Gottes Willen. Das wäre wieder was gewesen. Dreht uns wieder um, Mark Henry. Wir können jetzt hier in der Zeit mal nicht kontern. Tritt in den Rücken hinten. Henry will da... Nee, ich dachte, der steigt auf den Airport. Das gibt's doch gar nicht. Also auf die Seile. Können jetzt wieder kontern. Mit einem Knee. Schöner Move hier gegen Mark Henry. Schöner Knee. Kick ins Gesicht. Das dürfte Henry alles andere als gefallen. Irish Whip wird gekontert von Mark Henry. Sind auf den Airport. Werden jetzt hier mal runtergehen, weil wir noch keine Springboard-Action haben. Und er zeigt, dass wir reinkommen sollen im Ring. Nee. Mein Guter, komm mal her. Okay. Lässt sich da nicht locken. Okay, dann werden wir wieder in den Ring reingehen. Oh, als blöde Situation hier. Blöde Position von uns gewesen. Also ungünstig. Können hier schön Kontakt kommen mit einem Vorarm. Und haben jetzt unseren Finisher. Den wir auf jeden Fall jetzt mal versuchen anzuwenden. Also den Spear. Okay, warum wir den jetzt nicht anwenden konnten, weiß ich nicht so richtig. Henry jetzt in den Seilen. Jetzt haben wir noch einen Signature. Ich glaube, wir können keine zwei Finisher haben. Signature geht auf jeden Fall durch, diese Art Armdrag. Und ja, jetzt werden wir ihn mal versuchen, auf die Beine kommen zu lassen. Und dann geht hoffentlich der Spear durch, der durchgeht. Schöne Sache hier. Das sieht auch richtig gut aus. Aber ich würde sagen, wir wollen ein Zeichen setzen. Und Mark Henry mal, mal so richtig abfertigen. Blutet jetzt hier mittlerweile. Gut, sieht man bei ihm jetzt nicht so doll. Soll jetzt natürlich nicht rassistisch klingen oder so. Aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das meine. Konter hier von Henry mit einem Headbutt. Gehen zurück, können die Sache wieder kontern. Schubsen ihn quasi aus dem Weg. Kommen wieder mit einem Vorarm. Und steigen auf die Seile. Der geht wieder durch. Schöne Nummer hier. Henry wird die Sache aber kontern. Genau, mit einem Schulterblock. Das tut natürlich bei seiner Masse extrem weh. Gar keine Frage. Also das spürst du auf jeden Fall. Da bin ich mal von überzeugt. Und jetzt geht er in so eine Art Choke, glaube ich, kann man das nennen. Der uns hier auf jeden Fall erstmal zusetzt. Kommen wir jetzt hier hoch. Werden genommen. Aber können, glaube ich, seinen Signature sogar kontern. Und können natürlich gleich den ummünzen in unseren Signature, der durchgeht. Schöner Netbreaker. Hier haben wir als zweiten Signature. Und ja, jetzt noch ein Spear hinterher. Aber was ist denn das für eine Animation? Ich bin gerade ein bisschen perplex gewesen, muss ich ehrlich sagen. Spear geht auf jeden Fall durch. Und jetzt wollen wir aber mal das Cover schnell mal ansetzen, bevor jetzt hier noch irgendwas richtig Komisches passiert. So, dann setzen wir mal den Pin an. Das dürfte gut aussehen. 1, 2. Und die Nummer, nicht die Nummer 3. Mark Henry kommt erneut raus. Was heißt erneut? Zum ersten Mal. Meine Herren, sehr Bursche ist er ja auf jeden Fall, das wissen wir ja auch. Aber damit muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Sein Kopf ist extrem zugerichtet, wie wir hier sehen können. Schöner Headbutt hier gegen uns. Die Animation hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Setzt jetzt zum ersten Mal das Cover bei uns an, aber wir kommen natürlich bei 1 raus. Haben noch keinen Finisher oder Signature-Move richtig abbekommen. Und das ist jetzt unsere Schnelligkeit, die uns da hilft. Aber Henry wieder mit einem erneuten Konterschlag in den Rücken. Und das sieht nach einem Bearhug aus, um Gottes Willen. Nee. Und diesmal kommen wir raus und können die ganze Sache kontern mit einem DDT.
Um Gottes Willen, liebe Freunde. Daraus habe ich gelernt, also das passiert mir erstmal noch nicht so schnell. Und das sieht ganz aus nach einer Art Dream Street. Also der ehemalige Finisher-Move von Ted DiBiase Jr. Aber der also ist nicht wie in Dream Street ausgeführt, sondern ein kleines bisschen anders. Bei Dream Street, da zieht er ihn ja ein Stück weit nach hinten. Jetzt werden wir den einen Move hier nochmal durchbringen, hoffentlich. Nee, Henry Contard. Schöner Move hier von Mark Henry. Und wir können aus dem Ring erstmal rollen hier. Können uns Henry hier aber wieder greifen. Und kommen mit einem schönen Move und müssen jetzt erstmal unsere Ausdauer hier ein bisschen aufladen lassen. Und dann kommt hoffentlich der Signature gleich hinterher. Und Freunde der Sonne, dann hoffen wir doch mal, dass Finito jetzt ist für den World Strongest Man, wenn er den jetzt nicht kontert. Armdrag geht durch. So, Freunde der Sonne, wir wissen alle, was jetzt kommt. Und das ist der Spear. Und das zum dritten gegen dieses Monster. Der geht auf jeden Fall durch. Schöne Sache hier nochmal in der Wiederholung zu sehen. Da hauen wir das dicke Ding aber volle Granate um. Und das Cover. 1, 2, 3 und das ist der Sieg gegen den World Strongest Man Mark Henry. Meine Herren, also ein zäher Bursche, so wie man ihn eigentlich auch kennt. Und ja, der Sieg freut mich natürlich. Da haben wir auf jeden Fall mal, ich würde sagen, einen deutlichen Sieg gegen Mark Henry. Beziehungsweise ein gutes Ausrufezeichen. Es zeigt fast ein 5-Star-Match, also eine ordentliche Leistung von uns. Oh, das ärgert mich ja sogar. Guck mal, wie wenig da nur noch vom Balken fehlt, bis es ein 5-Star, also ein perfektes Match gewesen wäre. Ah, das ärgert mich schon fast. Muss ich vielleicht nächstes Mal ein Stückchen näher drauf schauen. Weil, ja, den kleinen Wunzen da, den hätten wir auch noch hinkriegen können. Unterbrechen werden wir natürlich nicht. Unseren Sieg natürlich genießen und feiern. Kontere den Finisher deines Gegners, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, und wieder nicht zu sehen von unserem Rivalen Baron Corbin. Was ist denn da los? Also, hat der Angst vor uns? Das ist ja nicht mehr normal, meine liebe Nuggets. Der sich hier wieder nicht blicken lässt. Ich bin ein Stück weit erstaunt und, ja, verstutzt. Und auch ein ganzes Stück enttäuscht, dass er sich hier gar nicht zu Wort kommen lassen soll. Was war das denn jetzt? Sich überhaupt nicht in die Feder einmischt. Vielleicht müssen wir da mal ein kleines bisschen nachhelfen und ihn vielleicht mal hinterrücks attackieren. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Und jetzt das erste Interview mit Rainey Young. Begrüßen wir jetzt meinen heutigen Gast. So. Es heißt, dass die anderen in der Umkleide dich nicht respektieren. Wie siehst du das? So, dann schauen wir mal, was wir am besten antworten. So, Respekt muss man sich verdienen, sind alle neidisch. Das ist natürlich eine einfache Antwort. Wir wollen ja weiter als Face bleiben. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir natürlich das erste antworten. Also Respekt muss man sich verdienen. Und da werden wir das erste Mal angegriffen von Baron Corbin. Hinterrücks. Na endlich geht's hier mal los, Freunde der Sonne. Sieht das jetzt nach Backstage-Brawl aus? Um Gottes Willen. Ja, tatsächlich ist ein Backstage-Brawl. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch klarkommen. Und die Frikadellen hier umdrehen können. Können jetzt, glaube ich, hier das erste Mal kontern, genau gegen Baron Corbin. Sieht sehr, sehr gut aus und werden jetzt hier erstmal ein bisschen auf ihn eintreten und uns ihm mal ein bisschen vom Leib bringen. Am besten ein paar Aktionen durchbringen und erstmal, das sieht doch gut aus. Schöner Suplex hier gegen Corbin. Auf dem Boden, das nie geht durch. Und vielleicht können wir uns jetzt ihn hier vom Leib halten. So, jetzt kommt er wieder hoch. Schlag in den Rücken, drehen ihn um und kommen mit einem German Suplex. Und danach ist es eigentlich schon Feierabend eigentlich. Können jetzt hier wieder warten, bis unsere Ausdauer aufgeladen ist. Baron Corbin kontert die ganze Sache aber wieder. Schlägt uns rüber, wir können wieder kontern. Komm jetzt hier mit den Vorarm. Schöne Sache gegen Corbin. Und endlich mal die erste Aktion von Baron Corbin, der jetzt endlich mal die Fehde hier ein bisschen auf den Laufenden beziehungsweise ein bisschen spannend macht. Schöner Move hier von Corbin, was ist denn das für eine Kombo? Schöne Aktion auf jeden Fall gewesen. Da hat er ein bisschen früh gegriffen. Kommen jetzt hier in die Backstage-Seile, in die Backstage-Absperrung. Schlag wird gekontert, Schlag geht daneben. Jetzt weiß ich auch nicht, was das gerade war. Also, das war gerade ein richtiger Fail. Der Move geht auf jeden Fall durch. Und wir müssen jetzt unsere Ausdauer hier aufladen. Kommen jetzt langsam wieder hoch. Komm, steh auf, Hardy.
So, und jetzt wieder ein bisschen Zeit bringen, schöner nächster Move. Und ich will mir hier eigentlich den Stuhl holen und Corbin mal so richtig die Birne breit kloppen, muss ich ehrlich sagen. So. Der geht auch. Schöner Stuhlschlag da. Signature haben wir jetzt bereits. Jetzt geht der nächste Stuhlschlag durch. Signature haben wir. Kurz warten, bis die Ausdauer sich ein kleines bisschen erhöht. Und dann werden wir den hoffentlich gegen Baron Corbin durchkriegen. So, schauen wir mal. Komm hoch, mein Junge. Der geht durch den DDT auf den Boden. Fast auf den Stuhl. Und am besten gleich mit unserem Finisher hinterher. Also mit dem Spear auf den Stuhl. Das wäre nochmal eine coole Aktion, wenn er durchgeht. Ne, wir haben ihn in den DDT, aber den hauen wir auf den Stuhl. Corbin. Konter die ganze Sache, aber wir kommen wieder mit dem Stuhl und verkloppen den jetzt mal richtig schön hier. Der muss das mal spüren, dass wir hier das Sagen haben. Und jetzt müssen wir kurz mal warten auf die Ausdauer, die sich jetzt wieder regeneriert. So, immer so ein bisschen ein Stück weit das ins Auge behalten. Müssen wir ihn covern hier? Ne, covern müssen wir ihn nicht, okay. So, dann werden wir mal warten, ein bisschen, bis sich unsere Ausdauer wieder erhöht hat. Der nächste Schlag hier, was kann der denn ab hier, meine Herren? Konter die ganze Sache wieder, wir kommen wieder mit dem Stuhl und haben jetzt unseren Signature. Und ich hoffe jetzt mal, wenn der jetzt durchkommt, dann ist doch hoffentlich Feierabend und finito, Freunde der Volksmusik. Signature geht wieder durch und das war's jetzt auch. Wir gewinnen durch K.O. Also haben Corbin gleich mal gezeigt, wer die Hosen anhat. Da lässt er sich doch tatsächlich das erste Mal blicken und dann gleich auf so eine Weise. Ja, freut mich ein bisschen, weil es die Fehde in erster Linie vorantreibt und nicht so einseitig war. Bis jetzt war ja noch gar nichts von Corbin oder beziehungsweise überhaupt Positives aus der Fehde zu ziehen oder dass wir überhaupt eine Fehde haben. So kann man das eher sagen. Und ja, vielleicht war das der Startschuss für eine, ja, sehr, sehr durchbissene und verwachsene Rivalität. Ja, wir werden sehen in den Wochen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Auf jeden Fall endlich mal was Neues. So kann man das schon mal sagen. Und ja, meine lieben Nuggets, dann schauen wir mal. Kurz vor Pay-Per-View, also kurz vor Payback nächste Woche, da wird es richtig spannend. Tag Team Match gegen die Primetime Players wieder mal. Ach ja. Was soll ich dazu noch sagen, meine lieben Nuggets? Auf jeden Fall. Diese Woche haben wir mal was Neues gesehen. Und ja, meine lieben Nuggets, damit ich eigentlich auch schon wieder am Ende, ich habe vielleicht schon wieder ein bisschen viel Nuggets gesagt, aber verzeiht mir das doch bitte. Und ja, dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge WWE 2K17 und das nächste Event Payback steht an. Ich bin heiß wie Fritten fertig, hoffe ihr auch und ich hoffe auch, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, schaut doch sehr gerne auch mal auf meinen Kanal vorbei. Und würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich jetzt an dieser Stelle hier verlinken und auch bei Crunchtime United auf jeden Fall Abo unterlassen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sind ein paar dufte Typen bei und nachher auch um 18 Uhr natürlich College Football mit der Sid. Dürft ihr nicht verpassen und ja, dann wünsche ich euch ein sehr, sehr nice Weekend und hoffentlich bis zum nächsten Freitag. Euer Grisi. Ciao, ciao.